Es ist ein Verbrechen, das Dänemark und ganz Europa wochenlang in Atem gehalten hat. Die schwedische Journalistin Kim Wall war letzten Sommer nach einem Besuch auf dem selbstgebauten U-Boot des populären dänischen Erfinders Peter Madsen spurlos verschwunden. Vorerst. Bis immer mehr Körperteile von ihr aus dem Meer gefischt worden. Aber Madsen bestreitet bis heute, dass er die Journalistin ermordet hat. Genau das glaubt jedoch die Staatsanwaltschaft. Und besonders grausam noch dazu. Morgen beginnt in Kopenhagen der Prozess. 150 Journalisten aus aller Welt sind dabei. Für uns Irina Oberguggenberger. Vom gefeierten Erfinder zum Mörder. 10 Jahre ist es her, dass Peter Madsen voller Stolz sein bisher größtes, selbstgebautes U-Boot präsentiert. Die Dänen mögen ihn, er ist ein Träumer, ein Visionär. Okay, ja, ich soll U-Boot ins Kommando. Eine von vielen Dokus über den Konstrukteur. Auch der österreichische Filmemacher Robert Stüblo hat Madsen vor Jahren mit der Kamera besucht und kennengelernt. Also während des Interviews hat irgendwo jemand im Hintergrund geredet und der Peter Madsen hat sofort mit Schrauben herumgeschossen in der Werkstatt und herumgebrüllt. Also das war schon so ein Moment, wo man sich gedacht hat, aha, vielleicht gut Kirschen essen ist mit ihm nicht. Hat sich aber dann wieder beruhigt und seine faszinierenden Erfindungen erklärt. Madsens Werkstatt liegt nahe dem Wasser, etwas außerhalb des Kopenhagener Zentrums. Jahrelang ist er hier tätig, baut mit Hilfe von Spenden weiter an seinen Erfindungen. Und dann das. Am 10. August letzten Jahres lädt Peter Madsen die 30-jährige schwedische Journalistin Kim Wall hier auf Refselön für ein Interview auf sein U-Boot, die Nautilus, ein. Von diesem Interview kehrt Kim Wall niemals zurück. Sie wird als vermisst gemeldet. 10 Tage später wird Walls Torso im Meer gefunden. Nach und nach auch ihre anderen Körperteile. Was ist an Bord der Nautilus passiert? Die Reporterin Trine Maria Ilsö begleitet den Fall von Anbeginn an. What they have said is that he mistreated her when she was still alive. Die Anklage geht davon aus, dass Madsen Kim Wall misshandelte, als sie noch lebte. Sie fesselte und mit mehreren Messerstichen verletzte. Sie kennen die Todesursache nicht, aber vermuten entweder, dass er sie erwürgte oder dass sie starb, als er ihren Kopf absägte. Das war natürlich schockierend und natürlich total unerwartet, denn zwischen einem vielleicht jähzornigen oder quirligen oder energiegeladenen Menschen und einem Mörder ist schon noch ein sehr großer Unterschied. Der Prozess gegen den einst als Genie gefeierten Peter Madsen beginnt morgen hier in Kopenhagen. Ein Urteil für den 46-Jährigen wird noch im April erwartet. Ihm droht lebenslange Haft.